Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt es im Thumbnail schon gelesen. Es geht um die Truma, eine Xbox. Aber erst wann? Nach dem Intro. Wir haben die Messe hinter uns gelassen, sprichwörtlich, denn da hinten ist sie. Wir, habt ihr gerade gesehen, sind jetzt mal am Rhein gefahren, um ein Thema zu besprechen. Ihr habt es gelesen, auf ein Wort zum Thema Truma Einet Xbox. Das ist was Technisches. Ich kann dazu eine Sache sagen, aber das mache ich erst zum Schluss. Alles andere sagt euch jetzt Stefan. Wir haben die Gelegenheit auf der Messe ergriffen und haben einfach mal mit Truma im Prinzip ein bisschen Fragen gestellt, denn mich interessiert das Thema Einet X schon eine ganze Ecke. Und zwar ist das ganze Panel ja etwas neuer gebaut und du hast ein paar mehr Möglichkeiten sowie auch detaillierte Fehlerbeschreibungen. Ich weiß nicht, ob ihr das genau kennt, was das Einet X Panel ist. Also es ist halt eine neue Generation, das sage ich kurz nochmal dazu. Und diese neue Generation kann halt einfach ein paar Sachen mehr. Sie ist halt so ein bisschen erweitert worden. Sie ist fähiger, mit anderen Systemen auch zusammenzuarbeiten. Und das finde ich persönlich ganz gut, weil man halt die Steuerung mehr übernehmen kann und beziehungsweise mehr steuern kann. Das Ganze ist im Moment, wo wir sagen, wir wollen das im Moment noch nicht anschaffen, weil halt eine bestimmte Sache fehlt. Truma ist hier noch in der Entwicklung. Sie haben das Einet X System herausgebracht, was eine super Sache ist. Allerdings ist es im Moment für mich noch ein kleiner Rückschritt, denn ich kann die Einet X System noch nicht über die Ferne steuern. Das bedeutet, ihr kennt vielleicht das, die Einet Box. Das ist halt ja über die Ferne steuerbar, über SMS-Funktion. Und wenn, das haben wir auch bei uns verbaut in unserem Van, das muss ich dazu sagen. Und wenn wir das jetzt sozusagen umbauen würden, würden wir diese Funktion verlieren. Würden wir die verlieren sozusagen. Was wir Truma gefragt haben, ist, wie sieht es eigentlich aus? Wann können wir als Kunde denn damit rechnen? Mit der Steuerung über die Ferne. Also die Entwicklung, die ist halt eine relativ schwierige Angelegenheit, denn man möchte was Zukunftsträchtiges haben. Das bedeutet, dass man natürlich auch auf eine Technologie setzen möchte, die langfristig in der Zukunft noch, noch steuerbar ist und nicht irgendwann wieder überholt werden muss. Ich habe auch gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus? Brauche ich neue erweiterte Hardware dann oder ist das in diesem Einet X-System schon direkt mit integriert? Es ist definitiv so, dass eine neue Hardware kommen wird dazu. Diese sind sie am entwickeln, so haben sie uns berichtet. Und wenn das soweit ist, wird es bestimmt noch so circa bestimmt ein Jahr dauern. Genau kann man damit noch nicht sagen. Dieses Jahr wird es auf jeden Fall nichts mehr. Das war die ganz klare Aussage. Und wir bleiben dran auf jeden Fall. Wir schauen uns mal an, wie die Zukunft das Ganze regelt. Ich habe auch noch eine andere Frage gestellt, aber die erst gleich. Jetzt ist es ein bisschen einfacher, der Marcel filmt mich einfach weiter. Ich habe noch eine Frage gestellt, denn dann habe ich mir gedacht, wie können wir denn das auch regeln? Wir könnten doch vielleicht das Einet X-System, also sprich das tolle Panel nehmen und die Einet X-Box zusammen. Dann hätte ich ja im Prinzip eine Steuerung aus der Ferne. Das musste man mir leider verneinen, das geht leider nicht, denn es ist eine andere Technologie, die dahinter steckt. Also die sind beide nicht kompatibel und wir können leider nicht beide gleichzeitig betreiben. Ist etwas schade, obwohl es die gleiche Heizungstechnik ist oder beziehungsweise die gleiche Heizung, aber dieses geht nicht. Was man uns allerdings versichert hat, denn ich weiß nicht, jemand, der eine Standheizung, also eine Dieselheizung hat, die Kombi 6, die Kombi D6 oder die Kombi D4, das sind ja die beiden Dieselheizungen, die es bei Truma gibt. Wer diese Heizung hat, kann mit dem aktuellen Panel nicht sehen, wie viel Raumtemperatur ich habe und man kann auch nicht sehen, wie viel Temperatur ich auf dem Boiler habe. Dieses ist mit den Gasheizungen möglich, allerdings nicht mit den Dieselheizungen. Und auf die Frage, da habe ich halt eine Frage gestellt, dass ich gesagt habe, wie sieht das aus? Ist das in der Zukunft möglich? Mit dem Einet X-System soll dieses möglich werden oder soll dieses möglich sein? Das ist also auch kein Problem.
Wir haben noch das Thema Level Control, das heißt, wir haben die Level Control bei uns verbaut. Die ist mit der iNet-Box natürlich kompatibel, das gibt keine Probleme, könnt ihr mit abfragen. Allerdings ist es im Moment mit dem iNet-X-System noch nicht möglich. Es wird es in der Zukunft geben, so hat man uns das versichert. Hier haben wir halt im Moment noch einen Entwicklungsstand, aber Truma sagt ja mit dem iNet-X-System, dass dieses ganze Thema angegangen wird und auch Features hinzukommen werden. Unter anderem halt auch so ein Feature, dass wir die Level Control darüber kontrollieren können, abfragen können. Und ja, genau. Also das heißt, wer sich dafür entscheidet, im Moment das iNet-X-System zu installieren, muss leider im Moment noch mit ein paar Abstrichen rechnen müssen. Für die Leute, die sagen, ja, das ist jetzt nicht so schlimm, weil ich es sowieso nicht benötige, aus der Ferne zu steuern, oder halt auch die Level Control habe ich gar nicht, die brauche ich also auch gar nicht. Der ist, glaube ich, mit dem iNet-X-System gut bedient. Ich würde es am liebsten machen, allerdings wären es bei uns zu viele Rückschritte und Marcel sagt halt, Rückschritte wollen wir nicht, also das heißt, wir müssen noch ein bisschen abwarten, aber in der Zukunft wird es das bei uns sicherlich geben, wenn Truma soweit ist und das Restliche entwickelt hat. Ja, wo er gerade meinen Namen gesagt hat, schon bin ich wieder da, vor der Kamera, bevor ich noch ein Statement ablasse zu dem, was er gerade gesagt hat. Auf dem Caravan-Salon hier in Düsseldorf gab es ja auch eine Neuheit. Sie haben eine neue Heizung vorgestellt. Wenn alles gut geht, seht ihr jetzt ein Bild. Ich drücke die Daumen dafür, weil, wie gesagt, wir kommen nicht mehr hin auf der Messe, aber vielleicht haben wir einfach Glück mit guten, netten Camperfreunden, entsprechend, dass wir da was hinbekommen. Also wenn ja, würdet ihr das auch gleich lesen dazu. Genau, die neue Dieselheizung ist nämlich etwas schlanker. Es ist eine neue Generation der Dieselheizung. Aber ihr braucht euch keine Gedanken machen, denn das iNet-X-System ist sowohl mit der alten als auch natürlich mit der neuen Variante möglich und mit der Gasheizung auch. Also alle Arten von Heizsystemen, die im Moment Truma in der Pipeline hat oder beziehungsweise im Angebot hat, funktionieren auch ohne Probleme. Also auch ältere, kein Ding. Wenigstens etwas. Auf ein Wort. Truma iNet-X, so haben wir es gesagt. Es ist wirklich schade, dass Truma etwas rausbringt, was eigentlich noch absolut im Entwurfsstadium ist. Für uns zumindest. Weil ja. Es war für uns schon ein erschreckendes Rückschritt von der Gasheizung auf die Dieselheizung. Wir haben gedacht, was ist das denn? Und jetzt diesen Schritt in die iNet-X-Welt. Nein, es ist einfach nicht, er hat ein Verbot bekommen, er möchte es wirklich am liebsten gerne jetzt umbauen und sage, nein, das möchte ich nicht, weil wir haben im Winter einfach die schönen Sachen, wir sind irgendwo, wir sind Essen, wir tragen entsprechend die Temperatur ein, starten los und wenn wir nach Hause kommen, ist die Heizung losgestartet. Das kann man jetzt nicht mehr und deshalb ist es ein absolutes No-Go, warum ich sage, nein, das für uns nicht. Das Touchpad, super, toll gesagt, haben wir auch euch eingeblendet, haben wir aus dem anderen Van schon mal fotografieren können, in Pepper war das drin. Genau. Und es ist eine tolle Sache. Und weil wir jetzt wieder gestört werden, wünschen wir euch eine schöne Zeit, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Job auf unserem Kanal. Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao. Tschüss.